Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich alles um das Thema Kinderwunsch. Und Kinder haben wir von Anfang an eigentlich immer gewollt. Und ja, wir wussten auch, wie viele Kinder wir gern möchten und haben da immer zwischen zwei und drei Kindern tendiert. Aber es muss natürlich erstmal bei Kind Nummer 1 anfangen, logischerweise. Und vor circa, also wir haben 2014 geheiratet und 2015 in dem Jahr haben wir beschlossen, eben damit anzufangen, was wir probieren wollen und möchten und schauen, wohin das führt. Und ja, dementsprechend haben wir auch die Verhütung sein gelassen und so weiter. Ja, genau. Und es hat nie geklappt. Wir wussten auch nicht, warum, wieso, weshalb. Ich hatte da auch schon relativ unregelmäßige Zyklen gehabt. Und nach etwa 2,5 Jahren ungefähr habe ich gesagt, dass ich dann mal irgendwann in ferner Zukunft zum Frauenarzt gehen werde. Weil ich da eben auch gemerkt habe, dass irgendwie was nicht so sein sollte. Ich hatte da eben quasi über ja, einen Monat, anderthalb, 2 Monate, also 1 bis 2 Monate ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, komische Blutungen gehabt, also mal quasi kaum welche, kaum, bis in so, als hätte ich meine Tage und zwischendurch habe ich eben gedacht, ja, ist wieder gut und da alles. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt reicht es mir, ich mache einen Termin ab und bin dann auch zum Frauenarzt hin und da alles. Und nachdem ich ihr das erzählt habe, hat sie mir eben dementsprechend Tabletten gegeben, dass eben das aufhört und dass ich, also dass die Tage, die Menstruation wiederkommt und ausgelöst hat quasi, dass es wieder bei Null startet. Sorry, Maus, entschuldige. Bin gerade an ihrem Häuschen reingekommen mit dem Fuß aus Versehen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, und von den Erzählungen her hatte sie sofort eben den Verdacht PCO. Und ja, dementsprechend wurde dann auch untersucht und Blut abgenommen und so weiter. Und das hat sich dann auch bestätigt. Deswegen habe ich auch die Tabletten verschrieben bekommen, Metformin. Genau, Metformin ist eigentlich ein Diabetesmittel, soll aber noch sehr gut eben, soll aber eben noch sehr gut gegen das PCO wirken. Und das nehme ich auch eben seitdem. Meistens eben 2 Tabletten, eigentlich sollte ich 3 nehmen, aber die dritte vertrage ich überhaupt nicht. Also zu Anfang war es extrem gewesen, mir war dauerschlecht gewesen, ich habe mich erbrochen, ich hatte extrem Durchfall gehabt, auch wenn das nicht so schön ist. Aber das gehört nun mal auch dazu, vor allen Dingen, wenn man eben diese Tabletten nehmen muss. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand auch noch Erfahrung damit, der die nehmen muss. Man kennt sich damit auch aus so ein bisschen. Und weiß, wovon ich rede. Und inzwischen ist es aber viel, viel besser. Die 2 vertrage ich wirklich super. Bei der dritten allerdings eben noch nicht so. Deswegen probiere ich es auch meistens, dann die dritte zu nehmen, wenn ich nicht arbeiten bin, dass da mir nicht schlecht wird und so, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Genau. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das kann ja nicht sein, dass mir da immer wieder schlecht wird, wenn ich die dritte nehme und die anderen Nebenwirkungen habe. Mach's nochmal einen Termin beim Frauenarzt aus und das habe ich eben auch gemacht und habe dann nochmal nachgefragt und da muss ich allerdings sagen, ist die mir unsympathisch geworden. Also die war beim ersten Mal schon nicht so sympathisch, hat aber gehofft, dass ich zu der anderen hin kann. Dort sind nämlich 2 Frauenärztinnen. Und ja, die hat eigentlich alles auf das Gewicht geschoben
und hat mir nicht so wirklich weitergeholfen. Das Einzige, was sie gesagt hat, ja, ist normal, müssen sie durch, Pech gehabt. Also nicht gerade so gesagt mit Pech gehabt, aber das hat sie eben gesagt. Und ja, das fand ich nicht so schön, vor allen Dingen, weil sie zum einen kleiner gewesen ist als ich und auch übergewichtiger als ich. Mir da großartig zu sagen, da sind sie selbst dran. Das war beim ersten Mal eben. Beim zweiten Mal war ich bei der anderen gewesen. Und beim ersten Mal, das habe ich gar nicht erzählt, wurde mir eigentlich gesagt, ja, wenn man sie so anschaut, dann weiß man sofort, was Sache ist, warum es nicht klappt und alles. Und hat auch mit Übergewicht eben angespielt, dass ich eben zu dick bin und übergewichtig. Und ich finde das ein bisschen komisch, unbedingt jemanden dann auch noch zu sagen, also selbst zu sagen, der auch übergewichtig ist und quasi, ja, ihr wisst, was ich meine. Und das hat nicht ganz so gepasst. Und ja, wo ich eben wegen den Tabletten gefragt habe, dann beim dritten Besuch hat es mir dann gereicht und habe dann zu meinem Mann gesagt, dass ich nach einer neuen Ausschau halt und mal guck. Und genau das habe ich, also wir wollen eben dieses Jahr starten und genau das, deshalb habe ich heute mich drum gekümmert. Meine Schwiegermutter musste ja auch einmal zum Frauenarzt und alles wegen einer Blasenentzündung, also nichts Schlimmes. Und die ist dort woanders gegangen als ich, weil auch notfallmäßig und alles. Und die fand sie ganz sympathisch soweit. Und da habe ich sie jetzt gefragt, ob sie mal anrufen kann und fragen kann, bei wem sie genau gewesen ist, weil sie ja selbst nicht mehr wusste, wie die hieß. Und genau, dort habe ich eben heute den Termin abgemacht. Ich kann da jetzt hin und hoffe, dass es dann auch endlich weitergeht und wenn das gut ist und so weiter. Geht es dann hoffentlich vorwärts und je nachdem, wie dann die Untersuchung und das Gespräch ausfällt, werde ich auch weiter, also definitiv weiterhin zu der hingehen, wenn ich zufrieden bin. Und ja, ich bin jedenfalls jetzt gespannt, wie das Gespräch laufen wird. Ich habe es erst im Februar, Mitte Februar und werde euch da natürlich dann auch mitnehmen und berichten, was diese mir sagt und ich hoffe ja, dass sie vielleicht noch irgendwie eine Idee hat, was man machen kann, ohne gerade auf eine Hormontherapie zurückzugreifen, also dass Eisprung ausgelöst wird und so weiter. So einen kleinen Plan B. Und wenn Plan B nicht klappt, dann halt Plan C. Und wenn das eben 2, 3 Monate länger geht, macht es auch nichts. Wir haben eben keinen Stress und ja. Genau, so sieht es momentan aus und ich habe gesagt, ich berichte euch einmal davon so ein wenig und werde euch natürlich dann auch nach dem Frauenarzt, wie gesagt, mitnehmen. Und ja, das war jetzt so mein kleiner Bericht über das Thema Kinderwunsch. Der ist natürlich da und ja, genau. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr dann klappen wird. Jo. Genau, mal schauen, wie es laufen wird. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, hoffe, dass die natürlich besser ist. Und das ist eine Klinik, sind noch 2, 3 andere. Und wurde da schon gesagt, dass sie sich da beratschlagen können und ein bisschen drüber reden können. Vielleicht fällt dem einen ja dann doch mehr ein, als wenn, ja, als wenn man nur zu zweit ist oder zu eins und da Ideen haben muss. Genau. Und ich würde sagen, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar da, wie es bei euch aussieht, auch wegen Kinder und Kinderwunsch, ob ihr da gerade aktiv seid quasi und an der Planung dran seid oder ob ihr schon Kinder habt. Das würde mich auch interessieren. Und wir sehen uns auch auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Ich sage Tschüss!